Ja, willkommen zurück und wir sind auch bei dir ganz heiß, direkt weiterzureden. Es geht jetzt nämlich um die Personen, mit denen ich mich getroffen habe und mit denen ich mal gequatscht habe, so wie es denn aussieht, ja. Das war eine Dame, die war 30 Jahre alt oder 29, Forever 29. Vielleicht war sie auch 50, aber war ein hübsches Mädchen, muss ich sagen. Also sie ist mit dem Ansatz auf Tinder sich angemeldet, eine feste Beziehung einzugehen. Ja, das war natürlich auch mein erster Gedanke, so wo ich dachte so, ja, ist sie da ganz ehrlich zu mir, habe ich mir gedacht. Ja. Ist sie ganz ehrlich zu mir oder ist sie oder versucht sie jetzt so ein bisschen, wenn man sich trifft und dann sagt man so, nee, ich habe mich auf Tinder eigentlich nur angemeldet, weil mir permanent die Brosche juckt und deswegen melde ich mich auf Tinder an. Das wäre jetzt vielleicht nicht der beste Introducing-Satz. Wie lange ist sie schon bei Tinder? Ich glaube, sie ist jetzt im Moment nicht mehr bei Tinder, weil sie Ja. gewechselt hat. Zu ficken.com, Sie hat jetzt gewechselt zu Parship, oder? Oh, okay. Das weil aber okay. Der Move zeigt ja, also zeigt mir eigentlich gerade, ja, vielleicht meint sie das mit einer Beziehung doch ernst. Und sie hat als Hauptgrund dafür angegeben, dass es einfach keine Möglichkeit gibt, jemanden kennenzulernen in ihrem Alter, beziehungsweise wenn man jetzt nicht mehr im Studium oder in der Schule ist, sondern in einem Job ist und dann einen 9-to-5-Job hat und nach Hause kommt, vielleicht noch ein Hobby hat oder sowas und gar nicht die Möglichkeit hat, jetzt irgendwie wie wir damals, weiß ich nicht, in der Jugend so ein Sit-in oder so bei oder eine Party, eine kleine oder was weiß ich, da lernst du halt auch mal Leute kennen, die kommen aus der Parallelklasse, keine Ahnung, man, all die ganzen, Ja, den ganzen Quatsch halt. Jugendheim Ja, sie damals. sagt halt, Jugendheim, ja. Und sie wurde auch noch nie angesprochen, außer in einem Club, wenn sie das provoziert mit Winden oder weiß was ich. Wie? Winden? Nee, wie noch mal? Ja. Sowas, ne? Und deswegen findet sie Tinder eigentlich leicht. Du kannst dich da anmelden, dein Facebook-Profil wird verlinkt, alles cool. Was? Dein Facebook-Profil wird Du verlinkt? kannst dich bei Tinder nur mit deinem Facebook-Profil anmelden. Und alles, was du geliked hast bei Facebook, ist dann da auch in deiner Like-Liste. Und wenn der andere das auch geliked hat, dann habt ihr direkt auch ein Thema, worüber ihr reden könnt. Und wird auch auf meiner Facebook-Seite denn veröffentlicht, mit wem ich Sex hatte? Kriege ich dann so einen Erfolg freigeschaltet oder? Ja, ist wie bei Wieder bei der PlayStation. PlayStation. Ja, Ah, und so cool. ein goldener Pokal und sowas, ne? Echt? Ja. Und Tinder ist im App Store, ne? ja, sie sagt, sie liest sich das Profil durch. Ach, da kannst du auch Texte Du kannst auch einfügen, einen ja? Text einfügen, wo du dann sagst, ja, ich bin auf der Suche nach einer Beziehung. Weißt du, was ein Mingle ist? Nee. Ein Mingle ist jemand, der so zwischen den Stühlen ist und sich nicht entscheiden kann, ob er eine feste Beziehung will oder eine quasi sowas wie eine Affäre. Ich würde sagen, jemand ist ein Mingle, wenn er einfach nur Wenn er einfach nur? wenn er einfach nur Sag es doch, wir sind doch unter uns. wenn er einfach nur Verkehr haben will. Nee, also deswegen, ja. Und habe ich sie gefragt, wonach suchst du denn bitte mal deine potenziellen Matches aus? Der müsste schon ein Sixpack haben. Wurde dann gesagt. Wo ich gesagt habe, ja. Aber ich meine, das ist ja auch ein Bild. Würdest du das auch so, würdest du das als Auswahlkriterium akzeptieren, wenn du jetzt als Experte was würdest du dazu sagen? Wenn eine Frau Männer nach Sixpacks aussucht, Ja. ja, dann geht es um innere Werte, ist ja Ja, klar. Und ja. dann geht es natürlich auch um ganz feste Beziehungen, denn ich gehe mal schon einen Schritt weiter. Männer, die ein Foto von sich online stellen mit freiem Oberkörper Ja. und sich so präsentieren, Ja. die sind ja im Zweifelsfalle auch auf der Suche nach einer festen Meistens die Beziehung. Männer, die auf Und einer festen deswegen Beziehung sind, ja. passt das einfach perfekt. Ja, als weiteres Auswahlkriterium, ob das für eine Beziehung in Frage kommt. Das fand ich schon krass. Für eine Beziehung in Frage kommt, ist, ob der Sex gut ist. Wo ich dann wieder bei der Sache bin von Anfang, das ist irgendwie für mich auch nicht die richtige Reihenfolge. Absolut. Also sie hatte keine One-Night-Stands. Macht sie nicht beim ersten Mal, hat sie gesagt. Aber sie würde mal Ihn nach. im Mund nehmen. Nee, das auch nicht. Also Sex ist anscheinend beim ersten Mal nicht drinne. Aber sie sagt, dass der Single-Sex sehr viel animalischer ist als der Naja, Beziehungssex. ist doch klar. Also du machst jetzt nur noch Lazy Sex, ja? Habe gar keinen Wenn Sex mehr. Ich weiß, hab mich abgewöhnt. Das ist ja das ekelhaft. Internet fickt uns jeden Tag. Ja. Nein, aber natürlich ist das was anderes. Also ist Single-Sex, gerade wenn man sich neu kennenlernt, ist das doch alles viel aufregender, viel spannender. Vielleicht willst du dich auch noch ein bisschen mehr beweisen oder so, dass es natürlich viel krasser ist. Was würdest du sagen, wie ein Single-Sex abläuft? Also ich hatte ihr dann gesagt, Single-Sex stelle ich mir so eigentlich einen Ablauf wie in einem Pornofilm vor. Ja. Bisschen knutschen, blasen, lecken,
drei Stellungen und dann am Ende einen Cumshot. Hat sie aber gesagt, nee, ganz so nicht. Küssen fällt weg. Wobei sie ein ganz krasses Negativbeispiel mir gegeben hat. Ne? Sie meinte, dass einer zum Beispiel beim ersten Mal, wo sie Sex hatten, ihr versucht hat, mit ihr Analverkehr zu machen, ohne dass es abgesprochen war. Wo sie dann so ein bisschen wegrobben musste und sagen musste, nee, geht nicht klar. Aber den hat es anscheinend auch nicht gestört. Der hat wahrscheinlich sich gedacht, das ist eine langfristige Beziehung, deswegen hat er einfach weitergemacht. Und hat ihn nicht so richtig interessiert, aber fand sie krass. Das war so ihr Negativbeispiel. Oder beziehungsweise das, wo sie gesagt hat, das fand sie krass, weil ich sie gefragt habe, was war denn ein krasses Erlebnis so bei einem bei Sexy Time? Sie sagt, sie findet es cool, dass es dadurch, dass es eine große Masse an Männern gibt, wo sie es aussuchen kann, einfach. Aber genau das ist doch auch schon wieder ein Problem so. Das ist doch gar nicht mehr Menschen kennenlernen oder gucken, Mensch, wie ist er eigentlich in bestimmten Situationen oder so, sondern das ist so, das ist das Problem auch heutzutage, glaube ich, warum Beziehungen relativ schnell in die Brüche gehen oder Ehen scheitern. Weil du eine Masse an Leuten hast, die du so schnell wegswipen kannst. Ja. Auch in der Beziehung quasi. So, sagen wir mal, da funktioniert irgendwie mal was jetzt zwei Wochen lang nicht, ey, und es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen im Leben. Und dann gehst du kurz zu Tinder oder du gehst zu Instagram oder so und siehst 50 Frauen innerhalb von 10 Minuten, wo du sagst, geil, geil, geil. Oder 50 Typen, geil, geil, geil. So, und dann wirst du natürlich sagen, ja, komm, warum soll ich mir denn bei einer Beziehung hier gerade Mühe geben? Ich swipe bei dem jetzt einfach nach rechts oder nach links. Ich weiß nicht, wo wir dann swipen müssen. Und dann ist es schon wieder so. Ich finde, das ist doch das große Problem, dass du diese Masse hast. Mhm. Und wenn du dann auch noch stolz bist, dass du diese Masse hast, ist doch falsch. Aber das ist falsch. Ja, aber witzigerweise ist es halt so, dass ich ja auch mit einem Mann gesprochen habe über Tinder und da etwas anderen Input gekriegt habe. Weil du das jetzt so ein bisschen, ich finde, du bist so ein bisschen Tinder ein bisschen negativ eingestellt gegenüber. Und der hat mir was ganz anderes erzählt, aber wenn ihr wissen wollt, was Tinder aus Männersicht denn alles zu bieten hat, dann klickt doch einfach auf den Link und wir sehen uns gleich wieder. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben.